Herzlich willkommen. Wir sind heute in den Gerätesammlungen des DFF. Mein Name ist Frau Haas. Neben mir steht mein Kollege Thomas Warschech, der Leiter der Gerätesammlung des DFF. Und wir haben uns vorgenommen, heute mal den Sammlungsbestand hier anzuschauen. Es sind Objekte, die reichen vom 18. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert insgesamt an die 3000 Stück. Die wollen wir uns heute nicht alle angucken, das wäre ein bisschen viel. Aber Thomas Warschech wollte uns einfach mal einige seiner Schätze zeigen. Hinter der Kamera steht mein Kollege Tobias Hüser. Wir stehen gerade vor einem Filmprojektor des Herstellers Bauer. Typ ist Bauer B8. Das Gerät wurde in hohen Stückzahlen ab 1952 hergestellt. Das war ein populärer Filmprojektor. Ich erkläre kurz die Funktionsweise. Der analoge Film ist hier oben auf einer Filmspule in der Feuerschutztrommel. Der Filmlauf er kommt hier aus der Filmspule heraus, geht über die Vorwickeltrommel, macht hier eine kleine Schleife und wird dann in das Bildfenster eingefädelt. Das ist der Ort, wo dann projiziert wird. Er sitzt hier in dem Bildfenster drin. Der Film geht dann weiter. Er geht dann über die Kreuztrommel. Man sieht die hier, wie sich die Kreuztrommel bewegt. Das ist der Filmantrieb, den wir uns nachher noch mal genauer anschauen werden. Der Film geht dann weiter über das Tonteil zur Tonlampe. Hier wird der optische Ton abgenommen und der Film geht über die Nachwickeltrommel in die untere Filmspule. Vorne sitzt das Objektiv und den Bildstrich kann man hier verstellen. Wir sehen, wie wir die gesamte Filmbahn bewegen können. Und ich drehe es jetzt von Hand. Das hatte natürlich einen elektrischen Antrieb, das Gerät. Aber wir sehen, wie der Film sich ruckweise bewegt. Lichtquelle war das sogenannte Kohlebogenlicht, das etwa bis Mitte der 50er Jahre eingesetzt wurde. Bei dem Kohlebogenlicht sitzen zwei Kohlebogenstäbe sich genau gegenüber. Es wird Strom auf die beiden Kohlebogenstäbe gegeben. Es kommt zu einem Kurzschluss und das sogenannte Kohlebogenlicht entsteht. Es ist ein sehr helles Licht. Dafür ist es aber auch ein Licht, das sehr heiß ist und das eine starke Rauchentwicklung hat. Hinter den beiden Kohlebogenstäben ist der Hohlspiegel, der das Licht kondensiert und dann horizontal durch den Projektor, durch das Bildfenster das Objektiv auf die Leinwand schickt. Das Kino ist ja seit 20 Jahren digital, aber in den ersten 100 Jahren seiner Geschichte war Film analoges Material und das musste transportiert werden. Dazu wolltest du uns heute mal ein bisschen was erzählen, welche verschiedenen Methoden es da gab. Also grundsätzlich unterscheidet man erstmal drei verschiedene Prinzipien, wie Film transportiert wird. Es gibt einmal das Malteserkreuz, es gibt einmal ein Greifersystem und es gibt einmal ein Schlägersystem. Das Malteserkreuz, und es geht immer um die Frage, und das ist die wichtigste Vorbemerkung, es geht immer um die Frage, wie aus einer rotierenden Bewegung eine ruckweise Bewegung wird. Ruckweise deswegen, das Bild muss zur Projektion stillstehen. Es muss im Augenblick der Projektion stillstehen, es darf nicht transportiert werden. Angelegt wird an einen Filmprojektor, an ein Gerät, eine rotierende Bewegung und es ist die Frage, wie aus dieser rotierenden Bewegung eben eine ruckweise Bewegung wird. Das Erste, was ich euch zeigen möchte, ist das sogenannte Malteserkreuz, das wir hier sehr schön sehen. Hier ist das Malteserkreuz. Über diese Welle kommt die rotierende Bewegung und wir sehen, wie dieser kleine Stift jetzt in das Malteserkreuz eingreift und das Malteserkreuz eine Viertelumdrehung weiter bewegt. Jetzt steht das Bild still. Es wird wieder eingegriffen und das Kreuz wird weiter gedreht. Auf der anderen Seite ist eben die sogenannte Kreuztrommel, die den Film dann tatsächlich um ein Bild weiter bewegt. Man sieht es jetzt. Immer ein Bild, das Bild steht still, wird projiziert, die rotierende Bewegung dreht weiter und bewegt jetzt die Kreuztrommel. Bild steht still, wird projiziert und das nächste Bild. Und das passiert 24 Mal in der Sekunde. Das zweite Prinzip ist das sogenannte Greifersystem. Ein Greifersystem greift mit einem Greifer, hier mit einem doppelseitigen Greifer, in die Filmperforation ein und transportiert den Film weiter.
wie bei unserem Modell, hier außen ist die rotierende Bewegung. Hier ist der zweiseitige Greifer und hier oben ist der sogenannte Sperrgreifer, der das Bild nochmal festhält. Die Bewegung fängt an, die rotierende. Hier ist der Greifer, er greift jetzt in den Film ein, auf beiden Seiten der Perforation und zieht ihn um ein Bild runter. Er fährt jetzt wieder raus, man sieht es. In diesem Augenblick geht der Sperrgreifer in die Perforation rein, um das Bild zu fixieren. Das Greifersystem dreht, geht hoch, greift jetzt wieder in die Perforation ein, Sperrgreifer geht zurück und das Bild wird, der Film wird um ein Bild weiter transportiert. Greifer geht hoch, geht in die Perforation, zieht das Bild runter. Das ist üblicherweise die Mechanik, die in einer Filmkamera verbaut ist. Und das 24 Mal in der Sekunde. Das dritte System, das sich nicht durchgesetzt hat, ist das sogenannte Schlägersystem, das wir hier sehen. Film kommt von oben, geht nach unten, wird hier unten auf eine Spule aufgewickelt und wir sehen hier den Schläger. Dieser Schläger schlägt den Film, der hier dran vorbeiläuft, um ein Bild weiter. Jetzt schlägt er auf den Film ein und transportiert den Film um ein Bild weiter. Das ist natürlich stark belastend für den Film. Das System hat sich tatsächlich nicht durchgesetzt, sondern es ist eben bei Malteser Kreuz für Filmprojektoren und das Greifersystem für Kameras geblieben. Wir stehen vor einem Filmprojektor aus der Manufaktur von Thomas Alva Edison. Es ist der sogenannte Modelltyp B. Er wurde nach 1898 hergestellt. Und wir können auch beweisen, dass es ein Gerät von Thomas Alva Edison ist. Wir sehen nämlich noch das Typenschild. Edison hat seinen allerersten Filmprojektor am 21. April 1896 in New York vorgestellt. Das ist nun eine Weiterentwicklung. Wir sehen hier ganz markant die Filmspulen, die Filmspulkästen. Der Film wird ja immer bei einem Filmprojektor von oben nach unten transportiert. Und wir können uns auch den Filmweg einmal anschauen. Der Film kommt von oben aus dem Spulenkasten hinaus. Er wird über die Vorwickeltrommel geführt, wird hier am Bildfenster, am Projektionsfenster vorbeigeführt. Die Kreuztrommel, die sich ruckweise bewegt, transportiert den Film. Der Film geht dann über die Nachwickeltrommel, von der Nachwickeltrommel in den unteren Filmspulenkasten. Eine Umdrehung sind 8 Bilder. Der Projektor war für eine Geschwindigkeit von 16 Bilder pro Sekunde ausgewählt und 16 Bilder ist ein Ticken schneller. Das wäre die Geschwindigkeit für 16 Bilder pro Sekunde. Wir sehen auch, wenn wir genauer reinschauen, dass, und wenn wir noch mal ganz langsam kurbeln, auch die Blende. Die Blende, die das stehende Bild unterbricht, um auf eine höhere Bildfrequenz zu kommen. Denn 16 Bilder pro Sekunde führt zu einem sehr ruckeligen Filmvergnügen. Wir brauchen für eine Bewegung eine schnelle Frequenz. Und das wird eben über die Zweiflügelblende, die Zweiflügelhinterblende gelöst. Als Lichtquelle war ein Petroleumlicht vorgesehen, das hier drin war, mit einem Hohlspiegel, der das Bild, das Licht fokussiert hat. Hiermit hat man den Lichtweg aufgemacht und es konnte projiziert werden. Wir sind nun in der Schatzkammer der Gerätesammlung. Hier in dem Regal vor mir und hinter mir sind die 35 mm Kameras, die wir im Archiv haben. Wir stehen hier vor den Geräten der Firma Ernemann aus Dresden. Wir haben hier Stummfilmkameras 35 mm der Münchner Ertelwerke. Weiter hinten kommt Vista, englische Kameras. Auf dieser Seite haben wir Cinephone. Wir haben Eckeli Kameras. Und wir könnten uns
die Kamera von Universal aus dem Jahre 1915, 35 mm etwas genauer ansehen. Wir haben hier vorne das Objektiv, hier ist der Durchsichtsucher, an der Seite ist die Filmkurbel. Ich mache das mal auf. Wir sehen hier den Antrieb. Hier in diesen silbernen Kästen ist das Filmmaterial drin gewesen und der Kameramann in der Stummfilmzeit 1914 hat gekurbelt. Von vorne lässt sich die Kamera auch öffnen. Wir sehen hier das Objektiv und wir sehen eben hier die Blende, die das stehende Bild einmal unterbricht, um auf die Bildgeschwindigkeit zu kommen. Und wir sehen hier den Transportmechanismus. Hier oben haben wir eine Kamera des Münchner Herstellers Arnold Richter. Oder kurz ARRI. Es ist eine 35 mm Kamera, die weltweit erste mit einem Reflexsucher. Reflexsucher bedeutet, man konnte die Schärfe auf den Film einstellen. Man hat nicht mehr daneben, oben oder unten durch den Sucher geschaut, sondern man hat auf den Film scharf stellen können. Das Ganze wurde 1937 auf einer Messe in München vorgestellt. Die Kamera hier ist von 1942. Wir haben hier oben das Filmmagazin für 60 Meter Film insgesamt, das ist relativ kurz. Hier oben hat man eben durchgeschaut, man konnte auf den Film scharf stellen. Hier sieht man den Objektivrevolver, man hatte hier vier Optiken, vier Objektive, die wie bei einem Revolver drehbar waren. Transportiert wurde das Ganze mit einem Federwerk, das hier unten ist. Man hat es aufgezogen und hat dann seine 60 Meter aufgenommen. Hier sieht man jetzt das Bildfenster und man sieht auch die Mechanik, den Greifer, der hier eingreift. Und das ist eben der Ort, wo der Film am Bildfenster entlang läuft und dann wieder hochgefädelt wird in die Filmspule. Wir hatten eben bei der ARRI Flex über den Antrieb gesprochen. Ich hatte gesagt, dass die ARRI Flex von 1942 mit einem Federwerk angetrieben wurde. Die Alternative dazu ist natürlich die Kurbel, immer schon gewesen. Hier haben wir eine 35 mm Kamera der Firma Ica und wir sehen auch hier die Kurbel. Damit wurde dann, wie allgemein üblich in der Stummfilmzeit, der Film gekurbelt. Das Gerät hat es aber allerdings auch als Option mit einem Federwerk gegeben. Hier. Man hat hier die Feder aufgezogen, konnte dann auslösen und hat einen ganz einfachen Sucher gehabt, durch den man durchgeschaut hat und dann konnte man zielgenau auslösen. Das wäre mit einer Handkurbel, die man in der Regel dann so gehalten hat, nicht möglich gewesen. Das Federwerk. Wir stehen vor einem wirklichen Multimedia-Gerät aus den 50er Jahren, dem Radio Cinephon, gebaut ungefähr 1954. Und das Gerät hatte hier unten ein Radio, wie wir es aus der damaligen Zeit kennen. Aber dazu war auch noch ein Filmprojektor eingebaut, 16 mm, ein Tonfilmprojektor, den wir hier sehen. Hier ist die Lichtquelle, hier unten ist das Tonteil und über einen Spiegel wurde das Bild auf die Mattscheibe hier vorne projiziert. Dazu, wem das nicht reichte, dazu ist hier an der linken Seite noch ein Plattenspieler eingebaut.
Das bedeutet, man konnte Radio hören, dazu konnte man Filme sehen, man konnte aber auch Tonfilme sich anschauen oder man hat seine stummen Filme mit Radio oder auch mit einer Schallplatte mit Ton versehen. Wir stehen hier vor einem Amateurfilmprojektor, ein ganz seltener Amateurfilmprojektor der Firma, der französischen Firma Pathé, im Format 28 mm. 28 mm Format war ein Format, das in Frankreich populär war. In Deutschland war es eher der 17,5 mm Film, der weit verbreitet war in den Nuller- und in den Zehnerjahren. In Frankreich kam dann eben der 9,5 mm breite Film dazu und eben auch der 28 mm Film. Wir sehen von außen die Tragebox des Projektors, ganz typisch für die Firma Pathé, der Hahn. Und wenn wir den Deckel abnehmen, dann sehen wir auch den Filmprojektor. Wir haben hier eine Kurbel, die ich mal schnell montieren werde. Was jetzt nicht montiert ist, sind die Filmspulen, also der Film immer von oben nach unten. Hier oben ist eine Filmspule, hier unten wird der Film aufgefädelt. Der Filmweg ist hier rüber, dann durch das Bildfenster, das ist die Projektionslampe. Der Film geht also über das Bildfenster hier runter und wird dann hier unten auf die hintere Filmspule wieder aufgefädelt. Lichtquelle ist hier vorne, Objektiv sitzt hier. Hier unten ist der Motor, der den Film antreibt. Ich kann ihn auch von Hand in Bewegung setzen. Das ist diese rotierende Bewegung. Was wir als Besonderheit bei dem 28 mm Film sehen können, das ist die Perforation. In der Regel ist linke und rechte Perforation gleich perforiert. Hier sehen wir aber die typischen vier Bilder pro Bild. Aber auf der rechten Seite sehen wir nur einen Zacken pro Filmbild.